Es ist deutlich ruhiger geworden. Nur wenige Mitarbeiter kommen heute Vormittag am Tesla-Werk in Grünheide an. Vereinzelt steigen sie aus Bussen oder dem Zug. Auch der Lieferverkehr ist merklich abgeflaut. 2 Wochen lang soll die Fahrzeugproduktion ruhen, heißt es vom Unternehmen. Doch nicht alles steht still. Dort, wo es möglich ist, werden Teilbereiche weiterproduzieren, erklärt der US-Elektroautobauer, ohne ins Detail zu gehen. Der Grund für die Zwangspause? Lieferengpässe. Verursacht durch kriegerische Auseinandersetzungen. Es geht um den Kampf gegen die Houthi-Rebellen im Roten Meer, eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Asien und Europa. Die Rebellen greifen dort immer wieder Handelsschiffe an. Seitdem versuchen Reedereien, das Gebiet zu meiden und wählen häufiger die längere Route um das Kap der Guten Hoffnung. Das sorgt für längere Lieferzeiten und das betrifft auch Teslas Importe aus China. Also ich glaube, das ist eine Pause, die überwiegend Tesla betrifft. Bei anderen sieht man es nicht so stark. Und der Grund ist eben, dass man sehr eng von Grünheide mit Shanghai auch verbunden ist, mit der Fabrik in Shanghai und dem Zuliefersystem in Shanghai. Und da geht es natürlich um Batterien. Dabei steht eine eigene Batteriefabrik in Grünheide. Doch das Problem, bislang ist sie noch nicht in Betrieb. Es war ja geplant, eine Batterieproduktion mit zu integrieren und die hat man heute noch nicht. Von daher werden Batterien zugeliefert, die werden nach China zugeliefert. Dort sitzt das Herz der Batterie, dort werden die Tesla-Batterien auch gemacht und das bringt die Probleme mit sich, auch die Probleme mit den kämpferischen Auseinandersetzungen dann mit den Houthi-Rebellen. Zudem will Tesla seine Lagerkapazitäten vor Ort vergrößern. Das würde zu einer Stabilisierung der Produktion beitragen, hofft das Unternehmen. So soll die Gefahr für Produktionsstopps in Zukunft minimiert werden und die Teslas aus Brandenburg weiter vom Band rollen.